Hey ho, Leute! Gran Turismo 2! Ja, ich habe ein bisschen gespielt, 25 Tage, eigentlich total sinnlos. Wenn ich ein bisschen Nachforschung angestellt habe, ist das eigentlich total sinnlos. Du kannst, das ist echt lachhaft, ich zeige noch so, wie ich es immer gemacht habe. Aber es gibt einen viel schnelleren Weg. Sowas von schneller. Und guck mal, ja, wir haben doch noch eine gute Karre übrig gelassen, guten Lupo. Ich glaube, den lasse ich auch sogar da, oder? Weil ich glaube, ich muss kein Geld noch hier reinstecken. Ich habe ein Skyline GTS, 289 PS. Ich glaube, das würde reichen für das Rennen, was ich fahren müsste. Das einzige Problem ist nur, ich kann das Rennen nicht fahren, weil ich eine Lizenz habe. Wir haben ja nur bis jetzt B gemacht. Und ich brauche international A. Toll, Dreckskacke. Denn wir müssen, ich glaube 80er Sportwagen. Genau, Tahiti Road Circuit müssen wir fahren. 394 HP. Unser Wagen hat zwar nur irgendwie, glaube ich, 200 irgendwas. Aber ich glaube, das reicht. Aber das Problem ist, hierfür brauchen wir international B. Denken wir so, hä, warum brauchst du international A? Weil... Genau, da gewinnst du einen Wagen, der gut ist fürs nächste Rennen, wo du international brauchst. Aber da schaue ich euch oder nicht, weil wir müssen es ja machen wie in Serie, ne? Ihr müsst ja weitergucken oder spätestens zur Folge einfach hinspringen, damit ihr wisst, was ihr machen müsst. Ihr guckt einfach nur ein YouTube-Video auf YouTube oder ein Tutorial, wie man das macht, ne? Können so oder so, egal, wir gehen in Lizenz. Mal gucken, um zu international A zu kommen, müssen wir noch ein paar Lizenzen machen. Geil! A, IC, IB, IA. Und das Tolle ist ja, dank dieser tollen langen Umschaltzeit von diesem Kasten hier, oder beziehungsweise von Elgato ist es ja eher, dauert das ein bisschen leider, oder beziehungsweise ich habe Probleme, gerade wenn es fliegende Starts sind, dass das Ding so langsam umschaltet, dass ich in der Zeit schon im Grün lande. Im allerschlimmsten Fall habe ich noch eine Ausweichmethode, wie ihr auch was sehen könnt, und ich schnellere Umschaltzeiten habe. Aber, oh Gott, das wird wieder so ein richtiger Aufwand. Bitte nicht! Aber was haben wir denn hier alles? Hochgeschwindigkeitsbremstest, Kurvenbremstest. Oh Gott, ich werde bestimmt so auf verkacken hier. Hundertprozentig. Ich habe immer verkackt. Ganz auf verkackt bei diesen ganzen Scheiß-Lizenztests. Und auch ohne Umschaltzeiten. Aber diese Umschaltzeiten sind immer so lange, oder beziehungsweise die Ladezeiten, ne, wollte gerade sagen, wie die Ladezeiten. Guck mal, was haben wir denn? Ein Skyline GTR V-Spec 4x4 mit 295 PS. HP. Ist das nicht genau das Auto, was ich gerade habe? Lul! Ich wollte sagen, da können wir ja denken, dass ich kein Problem habe, ne? Wie weit muss ich überhaupt fahren? 1000 Kilometer oder so? Ich glaube bei 1000, oder? Warum mit fliegender Start? Oh, 800, 900, ich glaube, jetzt muss ich jetzt schon bremsen, oder? So gute Bremse hat er nicht. War okay? Ja, wow. Wow, das war sogar Silber. Richtig der Profi. Nein. Ah, hier haben wir es wieder gemerkt, ne? Fliegender Start. Schlimm. Gerade wenn ganz am Anfang wieder eine Kurve kommt. Kurve. Le Jesse Sedan GT. Okay, Kurvenbremstest. Okay. Sie müssen nicht nur bremsen, sondern auch in einer Kurve bremsen. Nein, in einer Kurve bremsen. Okay, hier geht es. Das mit dem wieder fliegenden Start, aber nicht gleich eine Kurve. Ich schwöre, es kommt hundertprozentig noch irgendwie so ein Teil. Kurvenbremstest. Sogar in der Kurve. Oder vor der Kurve. Wahrscheinlich eher vor der Kurve. Ach so. Ja, sag das doch. Das hätte ich nicht gedacht, dass es jetzt so aussieht. Wow, das war katastrophal und trotzdem kriege ich noch Bronze. schon viel weit vorgepresst. Ich dachte, ich muss um die Kurve fahren und dann kommt nachher Zeit erst das Ding. Bescheuert, ey. Kurven für Fortgeschrittene. Dies ist ein Kurventest für FF-Fahrzeuge. Folgen Sie beim Fahren der derzeitigen Haber, bla bla. Der Kurs angezeigt, vergessen die Geschwindigkeit, die starke Bremsen, trotzdem, wenn Sie in der Kurve fahren. Während wir in der Kurve sind, ne? Das macht man nicht, ne? Haben wir so gelernt. Siehst du hier, guck mal, ich wollte gerade sagen, nicht zu stark runterbremsen, ne? Muss ich da einfach nur durchfahren oder muss ich da auch bremsen? Weiß gar nicht. Ich hab mich aufgepasst. Ist das was zum Bremsen? Nee. Ich glaube zum Durchfahren. Oh mein Gott, so close vor Silber.
Ja, aber diese schönen neuen Rekorde. Ja, Wahnsinn, das kann ich vergleichen. Bronze war scheiße. Toyota Altesa. Altesa. Er ist 2200. Die meisten Autos sagen mir auch gar nichts. Ob es sind zwar alte Schinken. Trotzdem sagen die meisten mir nichts. Ich kenne eben auch nur die normalen Lineups, ne? Ist ja klar. Motorrennen, Autorennen habe ich nie geguckt oder so weiter. Ich habe immer nur mal Gran Turismo gespielt. Erst den zweiten und dann den ersten. Stumpferweise. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich auch nicht, warum ich Gran Turismo 2 damals gekauft habe. Boah. Volker sagt, Vollpfanne verkackt. Vom Kurs abgekommen, gescheitert. Kann ich nicht einfach gleich neu starten? Scheiße, jetzt war die Umschaltzeit wieder so hart. Ich komm gleich die Kurve. Okay, dann hat er das letzte Mal schnell umgeschaltet. Du Arschgeige! Hör mal auf hier! Oh Mann, ist das scheiße, ey. Mann, jetzt muss ich gleich noch extra dieses blöde VGA-Kabel anschließen. Hey, der hat beim ersten Mal so gut noch umgeschaltet, dass ich eigentlich ohne Probleme das machen hätten können. Und jetzt natürlich, oh, stellt es hier an, so eine Pisse, ey. Das Problem ist, ich kann zwar noch auf 1080 schalten, aber ich glaube, dann schaltet das Ding wahrscheinlich noch langsamer um. Ah, 576i gibt es wahrscheinlich auch noch, ne? Oder P, eher gesagt. Muss ich das nochmal gleich probieren im Menü. Aber meistens sagt die Bulgarikarte immer, wird nicht unterstützt. Ja, das kannst du vergessen. So wird das nie überhaupt nicht sehen. Am meisten, du kannst das Ding auch auf 640x480 schalten. Die Elgato kennt doch, dass es die Auflösung ist, aber heult von wegen rum. Ne, kann ich nicht aufnehmen. Ist doch so schwer, du Scheißteil. Ich kann sagen, nicht Input, sondern Output. Komm, Fernbedienung. Du wirst nicht oft benutzt, aber funktioniert. Was ist denn Kacke? Hallo, ich drück nur einmal. So, Output, hallo, Mensch. Ist das irgendwo hier? Nee, das war nicht gewesen. Ach ja, du hast ja noch eine extra Taste gehabt, ne, für Output. So, Resolution. Dann wollen wir mal gucken. Bestimmt ist es immer gleich weg hier. Genau, 576p. Das müsste eine normale Auflösung sein von SD-Fern. So, jetzt haben wir nochmal eine Schicht Komplexität draufgelegt. Jetzt gehe ich durch meine VGA-Box nochmal durch. Ich hoffe, jetzt habe ich eben direkten Umschalten. Umschaltzeit, weil jetzt, wenn er dieses Switching macht, muss meine Box, die dazwischen ist, umschalten. Und ich bin der Meinung, ich hatte die ja schon mal benutzt für Notebook, beziehungsweise für Autobahnraser und das Spiel hat auch immer hin und her geschaltet. Das konnte der ziemlich gut handeln. Also, drückt die Daumen, dass ich jetzt die scheiß Tests machen kann. Dank der Box, die auch ganz teuer meinte. Boah, ich glaube, das Ding hat 180€ gekostet alleine. Und die scheiß Cinematic-Box hat ja auch nochmal, glaube ich, so um die 180 gekostet. Digga, so viel Geld für uralte PlayStation-Spiele. Auf dem Emulator wird das so viel einfacher. Das Lustige ist, ich höre den Ton gleich sofort. Aber das Bild kommt auch nicht sofort. Aber es kommt weitaus schneller als, ja, vorher. Und wer weiß, vielleicht hat die Box auch noch irgendeine Einstellung, dass es noch schneller geht. So wird mir das jetzt reichen, wenn ich jetzt gewinnen würde. Hallo? Hallo? Gewinnen? Hallo? Okay, es gewinnt nicht. Es gewinnt nichts. Naja, ich bin auch ziemlich sehr scheiße um die Kurve gefahren, ne? Guck mal, trotzdem neuer Rekord. Frage ist, behält Elgato die Dings hier? Ich glaube, ja. Ich merke nur, dass die Box ein bisschen braucht fürs Bild. Oh, wieder zu spät gebremst. Wo machst du denn da? Du fährst wieder letzte Honk. Und das ist sogar Vorrad, ne? Frontantrieb. Mit Rückantrieb, Hinterradantrieb wird das ja noch schlimmer. Weil die Kisten sind ja noch außer Rand und Band ungefähr. Guck mal, genauso katastrophal wie eben gerade. Gibt das wieder neuer Rekord, obwohl es schlechter war? Was schlechter? Keine Ahnung, es ist einfach immer ein neuer Rekord. Aber weiß ich schon, so dass ich fahre, auch wenn ich noch nicht sehe. Jetzt bremse ich wieder zu früh. Mann, furchtbar, ey. So früh bremsen, so spät bremsen, so früh bremsen, so spät bremsen. Ich wusste sowieso, dass es wieder Chaos wird mit diesen dummen Lizenzen. Aber ich habe es ja eigentlich immer geschafft, bis international A, auch wenn ich mich ein bisschen immer angestellt habe. Aber dann gibt es auch noch sogar die S-Lizenz. Die müssen wir zum Glück nicht machen. Die ist furchtbar. Weil da musst du, glaube ich, auch irgendwie drei Runden immer. Du musst auf jeden Fall ganze Kurse fahren und eine bestimmte Zeit schaffen. Und ich bin nicht so gut in Rennspiele.
Hauptsache, ich stehe die ganze Zeit stumpf entwickeln. Wie entwickeln, hä? Komisch, ne? Manchmal schaltet ihr sofort und manchmal gar nicht. Hä? Guck mal, der hat auch keine Sonderdinger gegeben hier. Also keine Zeichen, wo ich fahren muss. Ich weiß sogar, wie ich fahren soll. Sagt er und kriegt... Okay, so Bronze. Egal, Bronze ist gut. Ja, ich wollte ja auch noch sagen, ich weiß gar nicht, warum ich mir Gran Turismo 2 damals überhaupt gekauft habe. Ich weiß, dass ich es mir damals irgendwo in Lübeck mal gekauft habe. Dass es eine Platinum Edition war, aber ich weiß nicht warum. Gehört oder so von Freund habe ich es auch nicht unbedingt. Irgendwie der sagt dann, oh, kauf dir das, das ist toll. Kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Deswegen habe ich das einfach wahrscheinlich so blauen Dunst gekauft. Das Übliche, ne? Gehst durch den Laden, guckst dann eben nach, was die alles so haben. War Platinum auch schon gewesen, dass es relativ günstig war. Aber Geld hatte man ja sowieso zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ja, und dann, ja, da habe ich es mal gekauft, ne? Theoretisch habe ich es ja nicht bereut. Ich habe ja so viel Stunden über Stunden reingesteckt in dieses Spiel. Auch hier habe ich komischerweise ganz am Anfang schon diesen Cheater-Spielstand gehabt. Von dem einen Typen, der Internet hatte damals. Internet. Der hatte Internet und der konnte dann eben die ganzen Spielstände runterladen, ne? Die PlayStation 1. Deswegen hatte ich ja damals ein paar Spielstände gehabt für einige Spiele, so wie Gran Turismo. Aber dann habe ich nachher dann eben auch eben Ultra verkackt. Dann habe ich eben damals auch... Oh Gott, ey. Lässt die Karre sich scheiße lenken. Dann habe ich damals eben mir die ganzen Cheat-Spielstände gehabt, ne? Cheat-Spielstände. Und dann habe ich es ja legal versucht. Und dann kam ich eben zu der... So hin, dass ich eben die 2 Millionen kriege. Aber eigentlich ist der Weg total lang. Wenn du guckst, was für der kürzeste Weg ist. Wirklich der kürzeste, da hast du nach 3 Runden schon so viel Geld. 3 Runden, 3 Rennen, nicht 3 Runden. Das einzige Problem ist, natürlich vor den 3 Rennen musst du natürlich die scheiß ganzen Lizenzen machen. Und wer macht hier gerade die ganzen Lizenzen? Ne, ich. Oh, da weißt du, wie die Autos hier lenken hier. Das ist wieder so komisch. Vorhin wieder Need for Speed Carbon gespielt. Da ist ja auch wieder die Steuerung sowas von komplett anders, ey. Naja, das Spiel wollte ja auch ein bisschen realistisch sein, das hier, ne? Und dann noch auf PlayStation. Und noch den ganzen Input-Lag hier, ne? Ich gehe durch 2 Scaler durch. Daran liegt das, daran kann ich nicht so gut spielen. Ich weiß gar nicht, ob die Input-Lag geben, bestimmt. Weißt du, dass der eine skillt und der theoretisch, naja... Der andere Kasten skillt jetzt eigentlich gerade nicht, weil ich ihm gesagt habe, 720p ausgeben und der Kasten macht eigentlich auch nichts als 720p ausgeben. Aber naja, ich gucke mal in Vegas nachher nach, ob es sich ein bisschen verändert hat mit der Auflösung. Aktuell steht er nicht schlecht an, ne? Momentan ist immer, dass er ziemlich direkt umschaltet. Oh nein! Das ist eine ganz schön scharfe Kurve hier. Ich habe es trotzdem geschafft. Ja, ich weiß nicht, ob ich eine Medaille habe, aber ich habe es auf jeden Fall geschafft. Digga, da gibt sogar Bronze, obwohl das furchtbar war. Ja, waren die Hersteller ja wenigstens nett, die Programmierer. Aber die haben auch Fehler eingebaut in dem Spiel hier. Nicht in der PAL-Version, glaube ich, aber in der NTSC-Version sind ein paar Fehler drin. Aber dazu habe ich letztens ein Video geguckt, denn wer glaubt, nicht, oder wer hätte es nicht geglaubt, ich hätte das ja schon wieder gewusst oder hätte es ahnen können, dass es wieder so einen YouTuber gibt, der irgendwie tonnenweise Gran Turismo 2 Content macht. Und auch so denkst du so, hä? Wer guckt denn das noch, bitte? Mich selbst anguck, Naja, ich spiele es jetzt nur wegen Nostalgie, wie gesagt, sobald wir hier durch sind mit der Scooter so ungefähr, dann, ja, ist auch Ende mit dem Spiel hier. Ende Gelände. Und das ist nämlich nur ein kurzes Let's Play, weil ich möchte es auch nicht so wie bei Trackmania hier jetzt Stunden über Stunden reinstecken. Genau, wir spielen jedes einzelne Auto auf jeder einzelnen Strecke. Warte, es gibt irgendwie 22 Strecken und irgendwie 200, 300 Autos. Ja, das kann dauern. Nein. Dafür habe ich noch viel mehr Spiele in meinem Kopf so ungefähr, die ich auch noch spielen würde, könnte, würde, wie auch immer. Das ist auch immer das Problem, ne? Du willst sie spielen, hast richtig Lust drauf und nach ein paar Tagen, Wochen oder so weiter, denkst du dir so, warum hast du damit überhaupt angefangen mit dem Spiel? Irgendwie hast du gar keinen Bock drauf. Ist ja leider so, ne? Guck mal, J-Kurven.